Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. Ich weiß endlich, wo wir hin müssen. Und ich war eigentlich gar nicht so falsch mit dem, was ich dachte. Wie immer eigentlich. Wie immer. Ich bin immer eigentlich nie so falsch, aber irgendwie nicht am Ziel. Das ist leider traurig, aber wahr. Und zwar, passt auf. Das hebe ich nicht auf. Du sollst dein Gerät hier rausholen. Genau das. Und dann gehen wir wieder zurück hier hin. So. Weil hier ist er nämlich. Und zwar, passt auf. Ah, hier geht die Spur ja weiter. Okay, ich denke, ich könnte der Spur folgen. Aber dafür brauche ich etwas Licht. Hey, was ist das? Das ist wohl das Versteck des Floristen. Nein, nicht das. Das Ding, das da auf uns zukommt. Und ein Krokodil. Oh. Okay. Jawohl, okay. Sehr gut. Und damit befinden wir uns oben auf dem Gerüst. Und können schön das Krokodil austricksen. Lass dich mal kurz mein Geld wieder ein bisschen besser hier hinlegen. Oh oh. Yeah. Warum hat er mich gesehen? Oh Gott, mein Guide ist viel zu hell. So. Okay. Fernbedienung? Aber er rafft es doch. Ich muss das auf der Treppe machen, aber auf der Treppe kann ich doch das Ding gar nicht aktivieren. Er sieht mich doch instant. Nein, du sollst nicht die Treppe nach unten. Geh die Treppe nach oben. Gott. Ah. Und jetzt steckt er mit seinem Schwalleck da drinne. Ah. Raffiniert. Guten Tag, Herr Florist. Hector? Hören Sie, Bausley, ich bin nicht gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hören Sie, Bausley, ich bin gekommen, um Ihnen weh zu tun. Hector, bist du das? Mach dich lieber vom Ackermann. Erstaunlich, wie ein paar menschliche Überreste einen Ort ich muss jetzt noch die Sense erscheinen lassen. Ich möchte mir nicht die Klinik. Ich mein's ernst. Mir geht es nicht besonders rosig. Ach, das muss ich wahrscheinlich entfernen. Ich denke, ich sollte... Er wird sich jetzt einiges ändern. Ja. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast soeben die Büchse der Pandora geöffnet. Verschwinde hier, oder du kannst was erleben. Ich... Okay, soll wieder raus und wieder reingehen.
da, Fremde? Ah, wegen der Klingel. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche etwas, so um die 9 mm. Oder habe ich gerade einen ganz entzückenden Strauß? Bitte schön, soll ich etwas Schleierkraut dazu packen? Gern. Okay, hier, bitteschön. Einen wunderschönen Tag noch. Okay, und er hat mir eine Waffe gegeben. Ja, easy. Okay, und damit sind wir wieder hier. Okay, jetzt muss ich in das Casino. Erstmal eine Runde zocken. Alles klar. Hier waren wir ja schon mal drin, weil ich ja nicht wusste, wo es lang ging. Und hier soll ich mit Mesche reden? Wo ist denn Mesche? Bist du Mesche? Buenos dias. Verschwinde, Schleimbolzen, oder mein Ehemann bricht dir den Kieferknochen. Ja, du bist irgendwie nicht Mesche. Hey, was geht unter dem Regenmantel da vor sich? Ich weiß nicht. Was geht denn da unter dem Make-up vor sich? Agent Calavera? Du? Hat Salvador dich vorhin nicht zerlegt? Ja, und das hat mir diese Chance gegeben, unserer ruhmreichen Sache zu dienen, indem ich Mittel für das ZVS aufbringe und dabei gleichzeitig unseren Erzfeind schädige. Ach, das ist... Ah, okay. Aber... Ach so, das ist wirklich Mesche. Hola. Keine Drinks für mich, danke. Hola. Ich will mit Mesche reden. Keine Drinks für mich, danke. Hola. Keine Drinks für mich. Ja, ich will doch nicht mit dir talken. Mesche, ich bin's. Manny? Was ist denn das für ein Kostüm? Hier, hilf mir, diesen Superzocker in das Bettlaken zu wickeln, damit wir hier verschwinden können. Hey, sind Sie das, junge Lady? Dich krieg ich. Alles klar. Was genau machst du denn mit den Spielautomaten? Das ist nicht komisch. Junge Lady. Ich schiebe mich hinein, wie einen Finger in Hector Lemons Kehle und lasse den Automaten das Geld, das er verschlungen hat, wieder erbrechen. Neuer Sonder... Knack diesen Automaten und lass das Geld liegen. Los! Jawohl, Sir! Hey! Ack. Hilfe! Junge Lady. Hauptsache, der passt da jetzt rein. Ack. Das ist nicht komisch. Verdammt nochmal. Ich habe es geschafft. Mein System funktioniert. Ich wusste es. Habe ich dir nicht gesagt? Das ist ja großartig. Dann lass uns jetzt gehen, damit du mir im Romano einen Drink spendieren kannst. Ich treffe dich mit den Tickets am Bahnhof. Für mich wird es keins geben. Du musst also allein zurück. Ich werde dem Torwächter alles erzählen. Er muss uns einfach helfen. Komm, mein Schatz. Ich hab da noch ein unfehlbares System, das ich dir gerne zeigen möchte. Alles klar. Hi.
Nach oben? Dieser Aufzug führt direkt in die Penthouse-Suite von Hector LeMond. Mr. LeMond wickelt seine Geschäfte nur mit sehr erlesener, elitärer Klientel ab. Ja, und? Ich bin verdammt erlesen. Und zur Elite gehöre ich sowieso. Für mich siehst du aus, als würdest du in einer Tiefkühltruhe arbeiten. Normalerweise trage ich andere Sachen. Nun, wenn du in deinen anderen Sachen kommst, dann behandle ich dich auch anders. Hallo? Aus dem Weg. Ich bin im Showbusiness. Welche Show? Die Yukon Revue? Hallo? Hör mal. Ich möchte, dass du weißt, dass ich gut verstehen kann, auf was für einem extrem abgefahrenen Powertrip du bist, aber... Hau ab, oder hätte ich Zieh-Leine-Schlittenhund sagen sollen? Ich will da jetzt rein. Hey, warst du nicht mal ein Wartungstechniker für Rohrpostsysteme? Ja, aber sie haben das Rohrsystem abgeschafft. Es war ständig verstopft. Nicht meine Schuld. Und jetzt kann ich endlich meiner wahren Berufung nachgehen. Dem Bedienen von Fahrstühlen? Genau. Alles klar. Ich muss Johnny mit ihm reden. Er wird darüber nicht sonderlich erfreut sein. Vielleicht sollte Mr. Thunder mehr Geld für Kostüme ausgeben. Johnny Thunder wird darüber nicht... Vielleicht... Johnny Thunder... Jetzt redet er aber immer nur noch dasselbe. Was zur Hölle? Ich kann jetzt nicht durch die Korridore spazieren. Ich bin auf der Flucht. Okay, ich muss mich umziehen. Wahrscheinlich wieder normal kleiden. Etwas eng an den Schultern. Riecht aber wenigstens nicht nach Schlitten. Ah, ich habe jetzt die Klamotten von dem anderen Typen an. Ich habe einen Termin mit Hector LeMond. Ich habe eben angerufen. Er erwartet mich. Du kennst also Hector LeMond, hm? Okidoki. Dann beantworte mir mal eine ganz einfache Frage. Okay. Wie alt war Hector LeMond, als er seinen ersten Dollar geklaut hat? Was? Zehn? Oh, tut mir leid. Ich schätze, du kennst Hector LeMond. Okay, schieß los, mein Freund. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von Hector LeMonds Spielautomaten Geld ausspuckt? 11. Ja, nun, das war ja einfach. Pech gehabt, ich gewinne. Wer zuerst zwei richtig hat. Leg dich bloß nicht mit mir an. Ich kenne Hector LeMond. Okay, okay. Man musste nämlich hinten auf die Tafel gucken. Hallo? Ich darf mit euch nicht talken? Schade. Siehst du? Ich wusste doch, dass ich sie über... Was? Wer sind sie? Ich bin der Zen... Ah! Oh, ich würde ihn jetzt nicht ansprechen. Er ist sauer, weil wir seine Tickets nicht kaufen. Celso Flores, was machen Sie denn in Hector LeMonds Wartezimmer? Oh, er hat uns vor die Tür geschickt, damit wir sein Angebot überdenken können. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Ihr Reiseberater. Genau genommen arbeite ich für Hector. Ich bin eventuell auftauchende Fragen zu beantworten. Ich bin Ihr Reiseberater. Ich bin Ihr Reiseberater. Oh, eigentlich habe ich schon einen Reiseberater. Allerdings ist er ziemlich weit weg und wischt die Fußböden in einer Cafeteria. Also ist die Stelle wohl frei. Genau genommen arbeite ich für Hector. Ich bin eventuell auftauchende Fragen zu beantworten. Genau genommen arbeite ich für Hector. Ich bin hier, um eventuell auftauchende Fragen zu beantworten. Ich mach das schon, meine Liebe.
Ich würde gerne genaueres über diese Doppel-N-Tickets wissen. Der Preis erscheint mir mehr als doppelt. Sie kosten. Die Frage ist doch, seid ihr es euch nicht wert? Die Frage ist doch, seid ihr es euch nicht wert? Ich weiß, dass wir es wert sind. Aber sind die Tickets es auch wert? Wofür wollen Sie sich Ihr Geld denn aufsparen? Wofür wollen Sie sich Ihr Geld denn aufsparen? Für schlechte Zeiten? Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ihr seid tot. Schlechter können die Zeiten wohl kaum noch werden. Stimmt. Das ist aber noch lange kein Grund, sein Geld aus dem Fenster zu werfen. Du bist tot! Genug davon, ich erzähle euch jetzt mal von meinem Problem. Ich erzähle euch jetzt mal von meinen Problemen. Eigentlich müssen wir noch eine ganze Menge besprechen. Ich komme gerade aus dem miesesten Urlaub, den ich je gemacht habe. Ich komme gerade aus dem miesesten Urlaub, den ich je gemacht habe. Oh, genau genommen habe ich auch ein richtiges Abenteuer hinter mir. Daher... Okay, ich bin sicher, dass Sie fliegende Spinnen und die brennenden Biber gesehen haben. Aber glauben Sie mir, das ist noch gar nichts. Denn ich bin schon bis ans Ende der Welt gereist. Und wieder zurück. Ich wusste gar nicht, dass die Reise durch das Totenreich so viele Gefahren birgt. Nun, wie viel würdet ihr zahlen, um euch das alles zu ersparen? Komm, Liebling, schlachten wir unser gemeinsames Sparschwein. Mr. LeMond, wir haben uns entschieden, Ihr großzügiges Angebot anzunehmen. Exzellent, exzellent! Die kleine Lady hat Sie überzeugt, hä? Nein, eigentlich war es Ihr Mitarbeiter da drüben. Natürlich, er ist doch einer meiner Besten. Nun, kommen Sie bitte herein, damit wir ein wenig plaudern können, ja? Ah, ich hab's immer noch drauf. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie mit den Flores angestellt haben. Aber bleiben Sie doch hier. Wenn wir hier fertig sind, würde ich Ihnen gerne etwas zeigen. Rede ich hier nur von einem Job oder spreche ich von der Gelegenheit schlechthin? Wir hatten in den letzten Jahren in unserem Büro immer wieder Ausfälle und es ist ehrlich gesagt sehr schwer, sie durch fähige Leute zu ersetzen. Wir könnten einen wie Sie in unserem Team gebrauchen. Das könnte Ihr Büro sein. Hier, ziehen Sie den mal an. Der gehört Ihnen dann auch. Und als zusätzlichen Bonus 2% hiervon, Mister. Mein Name ist Calavera und ich will mehr als 2%. Mr. Calavera, ich brauche die meisten davon, um selbst aus dieser Welt zu scheiden. Ich war nämlich zu Lebzeiten ein sehr böser Bube. Ich werde diese Tickets Ihren rechtmäßigen Besitzern geben und Sie auf den Komposthaufen befördern. Ein Chihuahua! Okay, ich kann mich bewegen. Okay. Okay. So, Knochensplitter. Und meine Waffe
Meine Waffe muss noch nicht nachgeladen werden. Nein, du sollst. Was? Hallo? Tauben? Freunde? Moment, Moment, Moment. Aber ich soll hier? Was von diesem Knochenmehl schütten? Soll ich da Blumendünger drauf tun? Meine Waffe muss. Meine Waffe muss. Meine Waffe muss. Ich kann aber nicht. Dann gehe ich halt jetzt schon mal die Leiter nach oben. Ah, oder hier. Ah, das muss ich wahrscheinlich hier machen. Einmal. Das kann ich. Das ist Kompostmunition, kein Kompaktkleber. Naja, so viel zu meinem dritten Arm. Okay, sein dritter Arm. Das kann ich. Das meine. Ah, jetzt hat's funktioniert. Warum auch immer es vorher nicht funktioniert hat. Nun, früher oder später musste das ja passieren. Okay, dann gehen wir die Leiter nach oben. Alter Chihuahua! Das gehört bestimmt dir. Und vergiss nicht, Hilfe zu holen. Ich weiß nicht. Er hat es mir noch nicht gesagt. Hola, Manuel. Okay, und er ist kopflos. Gut zu wissen. Zeit für ein Tänzchen, Süßer. Dann setz dich mal in Bewegung. Oh, sie spielt ein doppeltes Spiel. Diese Blumen? Alles Leute, die Hector ersprossen hat? Hey. Wenn man ganz oben ist, wie mein Freund Hector, macht man sich viele Feinde. Es ist ihr Freund. Was? Weißt du, du hast wirklich einen schlechten Geschmack, was Männer betrifft. Nein, ich habe einen sehr guten Geschmack, was schlechte Männer betrifft. Das ist ein Unterschied. Oh. Ja, Leute, es ist wirklich nicht mehr viel. Ich glaube, sogar im nächsten Part werden wir das Spiel definitiv beenden. Das heißt, der nächste Part kann tatsächlich ein bisschen kurz werden. Aber ich will es jetzt nicht noch machen. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.